In der Atomruine Tschernobyl, hier Archivaufnahmen, ist nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde der Strom ausgefallen. Die Notfallgeneratoren seien angeschaltet, um die Kühlung der Brennelemente zu gewährleisten. Die IAEA sieht derzeit kein erhebliches Sicherheitsrisiko. Und in Kiew ein kurzer, fast unwirklicher Moment heute auf dem Maidan. Musik inmitten des Krieges. Das Kiewer Klassikorchester spielt. Das ist eine Aktion für den Frieden, ein Appell an die Menschlichkeit. Musik, die die Menschen hier verbindet und ein Zeichen der Hoffnung setzt. In Tschernowitz im Südwesten der Ukraine steht mein Kollege Robert Kempe. Sie waren heute beim Chef der dortigen Regionalregierung. Was haben Sie in Erfahrung bringen können? Ja, Sergej Osatschuk ist in Friedenszeiten eigentlich Gouverneur der Region Tschernowitz. Aber jetzt ist er einer von 26 Leitern der militärischen Gebietsverwaltung in der Ukraine mit direktem Draht zu Staatspräsident Zelensky. Die Verhandlungen morgen in der Türkei zwischen der Ukraine und Russland bezeichnet er als Ablenkungsmanöver des Kremls, damit dieser die Versorgungsengpässe seiner Truppen lösen könne, um weiter ukrainische Städte dort zu attackieren. Klar war Osatschuk auch, was einen NATO-Beitritt der Ukraine betrifft. Dieser sei angestrebt worden, um den Krieg hier zu verhindern. Jetzt sei er aber da. Perspektivisch, meinte er, wolle das Land daher nur noch an einem Beitritt zur EU festhalten. Vielen Dank, Robert Kempe nach Tschernowitz. In der NATO wird über weitere Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert. Polen hatte vorgeschlagen, seine MiG-Kampfflugzeuge sowjetischer Bauart zur Verfügung zu stellen und dafür Maschinen aus den USA zu bekommen. Beschließen müsse das aber die gesamte NATO. Die USA äußerten Vorbehalte gegen den Plan. Es gibt Befürchtungen, Russland könnte eine solche Lieferung als Eintritt der NATO in den Krieg betrachten. Es sind diese Flugzeuge, die die Ukraine gerne hätte. MiG-Kampfjets der polnischen Luftwaffe. Sie stammen aus sowjetischer Produktion. Ukrainische Piloten sind deshalb darauf geschult. Doch solches Kriegsgerät in die Ukraine liefern, Polen will eine so weitreichende Entscheidung nicht allein treffen. Polen ist keine Kriegspartei. Eine Überstellung der Jagdflugzeuge muss eine einstimmige Entscheidung der NATO sein. Und die liegt jetzt in den Händen der NATO und der Amerikaner. Polen bietet an, seine Maschinen hierher zu fliegen, auf den zentralen US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz. Doch die USA wollen die Maschinen nicht haben, Polen müsse selbst entscheiden. Das Angebot sei so wörtlich nicht haltbar. Aus Washington heißt es, die Aussicht, dass Kampfjets aus der Hand der US-Regierung von einer NATO-Basis in Deutschland in den Luftraum der Ukraine fliegen, löst große Bedenken für das ganze NATO-Bündnis aus. Der ukrainische Präsident fordert eine schnelle Entscheidung der NATO. Sein Land müsse sich verteidigen, es gehe um Menschenleben. Der Bundeskanzler lehnt die Lieferung der polnischen MiGs ab, die früher übrigens der Nationalen Volksarmee der DDR gehörten. Man helfe der Ukraine mit anderen Waffen. Ansonsten ist es aber so, dass wir sehr genau überlegen müssen, was wir konkret tun. Und dazu gehören ganz sicherlich keine Kampfflugzeuge. Von der NATO in Brüssel gab es heute offiziell keinen Kommentar. Polen bietet einen Deal über Umwege, aber auch das ist den USA zu gefährlich. Die Sorge bei der NATO ist groß, durch eine falsche Entscheidung womöglich in einen Weltkrieg zu geraten. Denn von wo genau und wie die MiGs an die Ukraine geliefert werden, diese Feinheiten dürften Putin kaum interessieren.